Dieses Video ist für Leute, die denken, dass so eine Vespa-Tour ohne Probleme vonstatten geht, nicht geeignet. Wir sind wieder zurück. Wir sind zurück von unserer Vespa-Tour. Ich sitze hier gerade noch völlig geflasht, völlig überfordert. Keiner ist zu Hause. Der Jan ist schon auf der Autobahn nach Hause. Musste schnell gehen, weil einfach, ja, weil wir so früher als geplant wieder hier waren und er die Chance nutzen wollte, heute Abend noch bei der Family zu sein. Kann ich voll verstehen. Voll geil, voll cool. Eine mega krasse Tour liegt hinter uns. Und ich wollte euch heute Abend noch dran teilhaben lassen, was alles so passiert ist. Ihr werdet jetzt die Vespa sehen. Wir werden mal angucken, wie wir gefahren sind, was alles passiert ist. Es war echt ein Abenteuer. Und ich nutze das auch so ein bisschen, um einfach Revue passieren zu lassen, was wir alles so erlebt haben. Also, da ist die Vespa. Ich chill hier wieder schön vor unserem alten Gartenhaus. Die Leute, die schon länger dabei sind, kennen das. Das ist die Vespa. So sind wir gefahren. Guckt euch das an. Vespa GTR von 1968. Die Leute, die das jetzt zum ersten Mal sehen, voll bepackt mit Gepäckrolle vorne. Dann haben wir da hinten schöne Rolle oder einen Rucksack draufgeschnallt. Ich gehe mal zur Vespa. Upa. Hatten hier das Handschuhfach voll gepackt mit sämtlichen Sachen. Hier die schöne Kackrolle, Seitenschneider, Drohne ist drin, Dings ist hier, Kabelbinder sind drin. Hier war so das Nötigste so ungefähr drin. Und wir hatten Zelt dabei. Zelt ist hier vorne drin. Was ist da noch drin? Schlafsack ist da drin. Der Schlafsack nimmt eigentlich den größten Teil ein. Und geil, meine Hände sind immer noch ultra dreckig. Und hier ist die Luftmatratze. Und in der Luftmatratze ist die Powerbank versteckt gewesen. Ne? Wir hatten nämlich unser Handy immer am Start. Das war hier vorne angebaut. An so einem alten Spiegel habe ich das montiert. Und mit diesem, wie heißt das, SP-Connect, CP-Connect da dran gemacht. Und dann hatte ich hier immer schön das Kabel. Das hat mega geil funktioniert. Und ich sehe gerade, der Tacho hat bei der Fahrt, bei dem Start der Fahrt 14.383 angezeigt. Mal gerundet sind wir also 700 Kilometer gefahren. Und die Tour war eigentlich so geplant, dass wir gesagt haben, 220 Kilometer nach Potsdam, dort auf dem Campingplatz, dann 220 Kilometer nach Waren an der Müritz, über Berlin und dann 220 Kilometer wieder zurück. Sind roundabout, keine Ahnung, sag mal 700 Kilometer, 750 sogar. Und wir sind jetzt am Frühjahr abgebrochen, warum, werde ich gleich erzählen. Und was heißt abgebrochen? Wir haben den Weg abgekürzt. Es war ja kein Ziel in dem Sinne, sondern wir haben einfach die Tour verkürzt, dachten wir. Und am Ende sind wir trotzdem 700 Kilometer gefahren. Und am Ende sind wir trotzdem einen Schnitt von gefühlt 50 km/h gefahren. Was heißt das? Die Zeit vergeht einfach langsamer auf so einer Vespa, die entschleunigt. Das ist der Beweis dafür, dass einfach alles länger dauert. Wenn ihr die gleiche Erfahrung gemacht habt, teilt sie mit uns. Es ist wirklich so. Einfach, du denkst, du fährst schnell, du denkst, du fährst einen Schnitt von 100 gefühlt, aber am Ende dauert dann doch alles länger. Ne? Also die Dinger sind natürlich nicht zu vergleichen wie mit einem Motorrad. Wir fahren damit trotzdem so chillige 80, 90. Klar fährt das Ding auch 120, wenn es möchte. Aber Reisegeschwindigkeit war irgendwie, ja, laut dem Tacho irgendwie bei 100. Heißt dann, dass wir 80 ungefähr gefahren sind. Der zeigt jetzt nämlich im Stand schon seine 23,5 km/h an. Und das hat Bock gemacht. Die Vespa, die hier, hat erstmal durchgehalten. Erstmal durchgehalten, weil es war am ersten Tag, am Donnerstag war es so ultra kalt. Es war ultra kalt. Meine Sommerjacke, meine Sommerlederjacke, ich habe sie jetzt gerade vorne auf dem Hof, die ich mir in der Schweiz gekauft habe, die hat sich so aufgepustet und dann ist immer der Wind hinten reingegangen. Das war, boah, es war richtig kalt. Dann haben wir viele Pausen gemacht, angehalten, geguckt, ob alles heile ist, ob alles hält, ob alles irgendwie nicht wackelt und so. Deswegen hat das ultra lange gedauert. Und ja, dann war es kalt. Dann irgendwann ging es Richtung Mittag, gefahren irgendwo, weiß gar nicht, wieder die ganzen Dörfer hinter Schöningen, hinter Helmstedt, was dann kommt bis Magdeburg, hinter Magdeburg. Und dann hast du gemerkt, okay, du bist jetzt im Wilden Osten. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video jetzt genannt habe. Irgendwie war es immer so der Wild Wild Osten, der Wild Wild East. gar nicht mal irgendwie werten gemeint. Das war richtig geil eigentlich. Das war richtig, richtig cool, weil du bist so gefahren, hast dich irgendwie so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt gefühlt. Das war Vatertag. Da ist jemand mit seinem alten Fahrrad auf der Straße gefahren. Irgendwie so dieser alte Asphalt. Hatte eine Angel vorne drauf. Ist da lang gefahren. Hinten haben Leute gefeiert. Mit freiem Oberkörper an ihren getunten Audi 80 so ungefähr. Und das war irgendwie so, ja, ein bisschen paar Jahre zurückversetzt. Aber irgendwie nostalgisch cool war das. Das war richtig geil. Naja, und dann sind wir über die ersten Huckelpisten gefahren. Babam, babam, der BGM-Stoßdämpfer, den ich... Ach so, BGM. BGM-Stoßdämpfer hatte ich noch gewechselt. Hier, guckt,
Da ist er drin, weil der Alte einfach durchgeschlagen ist. Ich habe immer gebremst und die Wespe ist abgetaucht und immer durchgeschlagen. Und dann habe ich den gewechselt, abends noch den Tag zuvor mit Jan zusammen, wahrscheinlich ja, zu lange wach geblieben. Jedenfalls sind wir über eine richtig fette Bodenwelle geknallt. Das ganze Ding ist bam eingetaucht. 100 Meter weiter, na 100 Meter nicht, 1 Kilometer weiter macht es auf einmal so fling, pong, ping. Und ich dachte so, was war das denn jetzt? Hey, stopp, anhalten. Sind wir links rangefahren und hab gedacht, was ist das? Und Jan so, ja, ist ja augenscheinlich, ist ja alles heile, ne? Hab ich geguckt, was könnte das sein? Hab da einen Stoßdämpfer reingeguckt. Ja, was war? Oben die Aufnahme. Nicht die hier, sondern oben ist der Dämpfer ja hier mit einem Bolzen gesichert. Da ist einfach der Bolzen weggeflogen. Und ich sag's euch, ich muss ehrlich sein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den festgezogen habe. Der Jan meint, klar, du hast beide festgezogen. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er sich auch durch den Schlag einfach pong irgendwie rausgeschlagen oder was auch immer. Jedenfalls war der weg. Der war weg und wir dachten, okay, das war's. Jetzt nach 100 Kilometern ist die Tour zu Ende. Das war so das Geilste. Dann war es auch langsam etwas wärmer. Sind dann da lang gegangen, an der Straße hoch, runter. Hat ja auch immer Stories gepostet und so weiter. Und dann... Ja, haben wir das Ding nicht gefunden. Dann habe ich aber gesagt, ich gehe noch mal weiter hinter die Kurve, weil man hat ja irgendwie ein anderes Gefühl, wie weit das jetzt weg war. Und es war wirklich so, der Bolzen lag dann auf der Straße, am Straßenrand und ich habe diesen Bolzen gefunden. Das war richtig geil. Wir konnten das wieder zusammenschrauben, konnten weiterfahren und alles war bestens. Ja, dann sind wir weitergefahren und die Kilometer wurden nicht weniger. Wir hatten vor, eigentlich nach Potsdam zu fahren, haben dann irgendwie noch... Also ich kann nicht, vergesse jetzt bestimmt auch die ein oder andere Sache, haben dann einfach auch mal noch die ein oder andere Pause gemacht und irgendwann gesagt, nee, so jetzt fahren wir, suchen wir uns hier was in Brandenburg. Dann waren wir in Brandenburg an irgendeinem See, haben da war noch Big Party natürlich wegen Männertag, ich glaube Männertag heißt es da, und haben dann da unser Zelt aufgeschlagen. Ultra viele Mücken an diesem See, klar, zu der Jahreszeit, ne, hätte man sich denken können, ich hatte auch Mückenspray mit. Und haben da unser Zelt aufgeschlagen und es gab nichts, es gab gar nichts. Diese Feier war zu Ende, es gab keinen Kiosk, es gab keinen Supermarkt in der Nähe. Die Taxiunternehmen wollten nicht zu diesem Campingplatz fahren, weil die um 22 Uhr zugemacht haben. Nichts. Wir waren da, hatten Haribo. Unser Abendbrot war Haribo und Wasser außer Leitung. Das war irgendwie uncool. Dann sind wir recht früh ins Bett gegangen, haben relativ gut geschlafen. Also wir hatten ein Zelt, wie gesagt, dabei. Da habe ich so eine leicht aufblasbare Luftmatratze, die ich auch schon auf der Tour von Stuttgart hier hatte mit dem Gespann. Und ja, ne, unser Zelt aufgeschlagen, haben da gepennt, sind am nächsten Morgen aufgestanden und haben dann irgendwann um 9 Uhr das Gelände verlassen und hatten Berlin als Ziel. Und wir sind dann eigentlich ohne Probleme nach Berlin gefahren. Genau, das hat noch alles geklappt. Genau, sind wir über die Autobahn noch gefahren, ein Stückchen, damit wir einfach Kilometer machen und waren dann recht zügig in Berlin, sind dann da 7 Kilometer, ich weiß gar nicht, welche Straße das war, einfach so eine richtig lange, gerade Straße in Berlin gefahren und immer in der Stadt, das war richtig geil immer. Ich muss sagen, wir sind, um das mal vorwegzunehmen, wir sind auch echt manchmal ein bisschen assi gefahren, sage ich mal, ein bisschen, klar, immer Gas gegeben, ein bisschen beschleunigt aus dem Ort raus, das macht man halt, ne? Natürlich alles im Rahmen der Gesetze, aber haben das Ding jetzt nicht geschont, sage ich mal. Und waren dann in Berlin, das war richtig geil, sind halt zum Brandenburger Tor gefahren, haben das da hingeschoben, durften da auch ein Foto machen von der Vespa, haben dann Cappuccino getrunken, Salat gegessen und Zeit gelassen. Und dann war es Nachmittag und wir haben gesagt, nachmittags, ja, wir müssen jetzt langsam mal los, Richtung Waren an der Müritz, haben dann Berlin nördlich verlassen und ja, ich kam dann irgendwann auf die Idee, die Rentner-Vespa mal zu fahren, weil der Jan gesagt hat, hier, guck mal, das Motorgeräusch passt eigentlich nicht so ganz zum Vorschub, ne? Dass der recht hoch dreht und du einfach nicht vom Fleck kommst, so gefühlt, gerade wenn du im vierten beschleunigst. Zurückblickend hat der Jan das auch schon ein paar Wochen vorher gesagt oder sagte schon recht lange und wir hätten es vorher vielleicht mal probieren sollen. Ich habe dann gleich gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist nicht richtig, dass die Kupplung im vierten Gang rutscht. Und vor 3 Jahren ist er jetzt schon fast gewesen, hatte ich einen D-Dog-Kupplungskorb genommen mit Standardfedern oder verstärkten Federn, aber trotzdem noch im Standard-Kupplungsformat der PX200 und nicht COSA.
Hab da CR80 Belege reingepackt und ein Getriebeöl eingefüllt. Ich war mir nicht mehr sicher, welches es war. Haben dann bei Louis noch ein anderes Getriebeöl gekauft. Das 140, 75 W, irgendwas, ne? Von Castrol. Haben das dann auch noch, ja, gewechselt auf dem Hof. Das durften wir dort auch. Das war richtig cool. Das hat aber nichts gebracht. Das hat gefühlt die Situation noch schlimmer gemacht. Die Kupplung ist wirklich im vierten Gang durchgerutscht, dass du gedacht hast, du fährst jetzt einen Variomatic Automatic Scooter. Das ist wirklich so. Und das war kacke. Da habe ich dem Jan gesagt, das ist nicht richtig. Wir müssen da irgendwas machen. Haben dann, boah, wie war das? In Neuruppin waren wir dann und haben uns ja dafür entschieden, das geht nicht, das geht so nicht weiter, das wird immer schlimmer, und waren dann da fest, saßen dann da fest, ne? Haben dann da irgendwie, 18 Uhr war es, bei Penny auf dem Parkplatz, haben gesucht, ob da jemand noch auf hat, auf dem Freitagabend natürlich, da hat keiner mehr auf, ne, und auch da in der Ecke, da fährt jeder irgendwie Habicht oder Star oder Schwalbe oder was auch immer, ne, aber keine Vespa PX100 und schon gar nicht CR80 Belege mit einem Didok Kupplungskorb, ne, was denkst du? Dann haben wir ein Motel gesucht, beziehungsweise die Frau von Jan, vom Jan hat uns das gesucht. Vielen Dank. Vielen Dank gehen raus. Viele Grüße gehen raus und vielen Dank für den schnellen Service, dass wir da einfach so 3 Kilometer zurückfahren konnten. Er konnte ja noch fahren, aber es war halt nicht geil. Ne? Dann sind wir da zurückgefahren und haben angefangen, auf dem Hof mit dem ein oder anderen halben Liter Krombacher diese Kupplung auszubauen. Und das ist dann daran gescheitert, dass das Ganze eine Kronenmutter ja noch hatte. Jetzt heutzutage baue ich keine Kronenmutter mehr ein. Damals habe ich noch eine Kronenmutter drauf gesetzt, wo du ein Spezialwerkzeug brauchst. Hatte ich das Spezialwerkzeug mit? Nein, natürlich nicht. Und das war dann ja sehr, sehr spaßig, weil wir dann alles auch wieder zusammenbauen mussten. Es war dann abends um 10, schön Pizza gegessen auf dem Vorhof des Motels. Sehr romantisch. Nee, es war wirklich cool. Am nächsten Tag sind wir dann in 100 Meter gegenüber zu einer Autowerkstatt gefahren und gesagt, hier, wir brauchen auf jeden Fall eine 24er Nuss, die Radnabe muss runter und wir müssen uns irgendwie so einen Kronenmutter-Steckaufsatz bauen. Ne? Gesagt, getan, lange Rede, kurzer Sinn, Werkzeug gebaut, Flex, so ein Ding geschnitzt und dann die Kronenmutter runtergekriegt und die Kupplung sah richtig scheiße aus, die sah richtig übel aus, die war wirklich so kaputt, dass da nichts mehr zu retten war. Ne? Wir haben dann noch die in die Teller von den Federn haben wir noch Unterlegscheiben reingelegt, dass die Federn mehr Druck kriegen und so. Das hat auch was gebracht. Am Ende hat Jan jetzt gerade gesagt, die Vespa ist gelaufen. Das war gut. Die hat gehalten. Wir sind nämlich dann von diesem Ort am Samstag früh Mittag rum, noch schön was gegessen zum Frühstück, sind wir dann 240 Kilometer zurück nach Wolfenbüttel gebrettert. Und ja, heute ist Samstag. Wir sind eben gerade angekommen. Das ging relativ schnell. Ich glaube, 6 Stunden oder so haben wir gebraucht. 5,5. Und das war cool. Wir sind Bundesstraße gefahren, wir sind Autobahn gefahren, A2 und A39. Wir sind durch die kleinsten Dörfer, Feldwege, alles gefahren. Das war richtig, richtig cool. Und am Ende kann man auch sagen, die Tour war speziell. Die Tour war speziell. Man hat nie das Gefühl gehabt, du bist jetzt irgendwo angekommen. Aber ich glaube, in 2 Wochen werde ich da noch anders drüber denken. Da wird man viele Eindrücke wahrscheinlich verarbeitet haben und sagen, das war eine geile Tour und sowas erlebst du halt nicht nochmal, ne? Und es waren so viele geile Momente dabei, richtig coole Momente, wo ich sage, top, das war richtig cool, wir haben alles gelöst, wir sind heile wieder nach Hause gekommen, das hätte auch alles anders ausgehen können. Ich erinnere mich nur daran, dass mein Sack da vorne abgefallen ist, ne? Diese Rolle hier vorne, die ist einfach mal runtergeflogen. Hinten, Jan hat die fast abgekriegt und solche Geschichten mit dem Dämpfer und. Also das war schon was für fortgeschritten, muss ich ehrlich sagen, aber es hat Bock gemacht. Und ich werde, wenn es geht, die Tour nochmal verlinken, wo wir lang gefahren sind oder wo wir lang fahren wollten, unter das Video. Werde jetzt ankommen, werde duschen, werde meine Hände sauber machen, werde mir wahrscheinlich Getränk aufmachen und dann hier einfach den Abend genießen. Familie ist weg, Jan ist weg. Grüße gehen nochmal raus und das war wirklich eine geile Aktion und ich wünsche euch allen, heute Abend ist, glaube ich, Zip Open Day. Viel Spaß beim Zip Open Day, wenn das Video heute noch online kommt und ja. Wir sehen uns. Wir sehen uns im nächsten Video. Cross Vespa Video ist wahrscheinlich das nächste auf der Crossstrecke beim Zip. Passt ja alles irgendwie thematisch zusammen. Jetzt haut rein, jetzt habe ich genug gelabert. Das ist noch wahrscheinlich das Adrenalin und die Aufregung und was auch immer. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.